herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5. Ja, so, ja, er hat den Satz wendet. Geil. Ja, wir machen weiter mit Torathaus und wollen unser schönes Kokainlabor haben, damit ich mehr schließen kann. Meth-Labor. Ja, Meth. Kokain ist ganz am Ende geplant, ja. Ja, Meth bringt aber mehr als Kokain, glaube ich. Ah, Headshot Deluxe. Ich bin gerade vom Motorrad gefallen, ne? Und fliege doch mit der Fresse voll gegen die, Straßenampel, ne? Und nehme auch noch die Straßenampel mit. Dieser Typ steht, der sieht so geil einfach aus. Perfekt. Und möge der Motorradclub erwachen und die Dark Mongoose die härtesten Rider in der Welt sein. Also, ich hab's nicht mit Garage reinfahren, irgendwie. Ach, warte mal, ich schlag mal mit Rosen ein. Mach mal. Brauchen die Army. Wie der andere aussieht. Oh, wir haben hier nur eine Mission. Wir haben 18 CEOs schon erledigt, ne? Also 18 Feinde. Na, aber schon in der einen Schlacht. Ja. Damals mit dem Geld, da haben wir die Offen ja, gebracht. Also VIPs und CEOs haben wir schon 18 Stück erledigt. Verluste hatten wir 26. Das war das bestimmt mal du. Hey! Ich bin nur einmal gegen die Laterne gefahren und hab sie reinbekommen, wo niemals jemand was reinbekommen sollte. Nee, ich glaube im Kampf. Und Sturm. Mhm. Und wir haben es 11:30, das heißt Freibier. Hast du den jetzt angenommen, die Mission? Noch nicht. Ich dachte, wir warten auf Dark Groß. Ich weiß ja nicht, ob er kommt. Knacke das Tresor. Hast du mir dann ein Motorrad? Geld. Oh, ich dachte, wir fahren mit deinem Luxusauto. Aber ein Motorrad ist ein bisschen langsam. Wie lange dauert eigentlich die Kampagne vom GTA? Schon ein bisschen länger. Wenn sich Zeit lässt. Meinst du das vielleicht nach Singularity als Projekt? Du hast gerade jedes Gebäude mitgenommen, was ich kenne, ne?
Echt? Ja. Und deine Fensterscheibe ist auch kaputt gegangen währenddessen. Ja. Hä? Wie hast du den Port gemacht? Du standst gerade bei mir sowas von auf der Straße, ne? Das ist auch was sie nicht gefixt haben, diesen Leasing. Ja, aber der war ja richtig extrem. Guck das mal auf. Du bist gegen alles gefahren, ne? Dein ganzes Auto war bei mir Schrott. Jetzt ist es dann wieder heile. Ja. Gut, er kam jetzt mit rein, das heißt, wir können gleich zu dritt loslegen. Eurofighter, ich habe gehört, du nimmst den Haupteingang. Bist du schon oben? Ja. Aber diese Mission bringt ja auch so viel Geld ein, ne? Weil jeder verliert auch noch Dollarbündel. Ich verteidige. Ja, ich habe gerade nach oben. Sind euch tot? Also ich nicht auf sein. Ja, ich finde sie, die. Ich finde die Treppe. You motherfucking cocksucker. Okay, die Minigun ist zu schwer, dafür brauche ich zu lange. Ah, ich hätte damit alles weggemäht. Also damit immer rumfluchen. You scumbag. Hallo. Hallo. Ich habe 200 Euro in der Sitzung gemacht. Mal schauen, ob uns das einfach in Ruhe lässt. Ne? Das wäre schon geil, da lassen wir ihn auch in Ruhe, nämlich. Bringt jetzt aber die CEO auch Mission die Geld? Auch anderen Spielern oder nur dir? Ich glaube immer noch nur mir. Weil du stellst die anderen an, die bekommen halt einen Festgehalt. Das ist halt was, was total dumm ist, finde ich. Ja. Weil es lohnt sich, wäre dann halt irgendwie nicht zu spielen, weil das Festgehalt ist halt so viel weniger. Aber wenn beides aktiv geht, ne, kriegst du ja voll viel eigentlich, ne? Während ich dich hier beschütze, ne? Mhm. Kriegst du eigentlich auch Geld, wenn ich beschützt werde, die ganze Zeit und ich sterbe? Nee, ich glaube nicht. Du hast schon wieder ein Auto mitgenommen, du stehst gerade an einem Zaun und du fährst bestimmt gerade die Brücke lang in Wirklichkeit, ne? Ja. Ja. Ich finde, diese Farbe passt gut zu unserem Motorradclub für dein Auto, ne? Das ist ein schönes Blau, ja. Ja, ich glaube, ich werde jetzt auch mein Motorrad hinten streichen. Ja, aber ist das ja ein anderer CEO? Ja. Und jetzt spawne ich natürlich so, dass ich so weit wie möglich von meinem Sterbeort weg bin. Letztes Mal sind wir halt immer so nahe gespawnt. Ich habe ihn aber auch gar nicht gesehen auf der Karte. Was hat er gerade geschrieben? He's sorry, he has a dump? Ey, er ist nur dumm. Achso. So bescheuert. Wir brauchen ein neues Auto, ne? Ja.
Komm raus, du Schwarzer. Willst du nicht einsteigen? Ist das schneller, was du hast? Hab schon, ja. Ich steig hinten ein. Hinten sitzen die Coolen. Ja, davon können wir ja nichts wissen vom Rennen. Sehen wir eigentlich dazu beim Rennen-Effekt jetzt? Wie bitte? Sehen wir eigentlich zum Rennen-Event dann zu, wenn wir die Mission machen und die uns abknallen? Nee. Ja, es ist halt immer ein Random, also ein Event, Spieler eventuell. Wir haben Stil, wir fahren mit der geilsten Karre. Soll ich einen schnellen Bahn beordern? Nee. So, wir fahren. Na, wir wollen sehen hier, der ist schneller. Sonst hätte ich mein geilstes Auto geholt. Warum schlägst du die Scheibe ein? Ich kann die Tür ganz normal aufmachen, ne? Drückst du gerade die Hupe? Nee. Ah, das Alarmsystem. Ja, das Auto sieht geil aus, ne? Naja. Aber der Motor ist nicht gut texturiert. Allein unten alles sieht nicht sehr gut aus. Ist der Motor? Ja, ich guck gerade. Geht bei dir die Motorhaube? Nein, ich guck gerade unten im Motor rein. Von der Kamera kommt ihn gerade ganz gut. Ah, okay. Jetzt schon wieder. Ich lade dann schon mal doch jemanden ein, ne? Jo. Aber es geht nicht, immer wenn man einen Auftrag macht. Wo kannst du eigentlich in der. Ich schaff's auch immer wieder, mich hinzulegen, ne? Hast du gerade die Rauchgranate rausge... Guck mal, jetzt gab's zum Beispiel weniger, wo wir weniger sind. Ja. Komm schon. Oh, Rank Don. Heißt das, wir kriegen immer mit den neuen Rang unser Club neue Sachen? Nee, das ist ein allgemeiner Spielerrang. Das höchste ist, glaube ich, Don. Schade, ich habe einfach nur neue Aufträge frei. Nee. Wäre cool, aber nee. Ey, wir hätten nicht so viel noch raushauen können, ne? Ja. Ja, ich denke mal, es geht ja selbst. Ich meine, die haben schon viel gemacht. Kann's nicht sagen. Ich würde mir halt vor allem wünschen, dass es nicht so grindtastig wird, der nächste Teil. Mhm. So wie es jetzt ist. Das ist halt uncool. Ja. Weil Tunnel bezahlt halt schon Vollpreis für das Spiel. Und für den Online. Lol. Ist auch bei. Bei Skyrim Online, ne, habe ich erst falsch verstanden. Ich hab, also muss monatlich bezahlen, ne? Aber es ist nur wie bei World of Warship für Premium dann. Okay. Ja, dann hat mich das schon umgestellt, oder? Mhm. Ich habe sie bei Steam Summer Sale gekauft dieses Jahr. Ach, nimmst du es auch da, The Rose, glaube ich. Ja, ich habe ihn gerade eingeladen. Ja. Ey, das aussieht ein bisschen auf wie von James Bond, nur mit weniger Beulen. Jetzt hat's genauso viele Beulen. Oh, falsche Knarre.
Du fährst überall bei mir gegen. Ich guck mal, ob wir schon neue Missionen machen können. Wenn nicht, mobben wir ein bisschen die Einwohner, ne? Ich habe jetzt gehört, die Polizei kann ins Gebäude rein, ne? Ja. Ja, yeah, das CEO, Alter, das Motorrad sieht auch geil aus von denen, ne? So ein kleiner Sitz, so ein großer Motor, ne? Guck das mal an. Ja, stimmt. Sieht bescheuert aus. Ey, hier gibt's eine neue Mission. Ich hab eine neue Mission. Ja, kennst du... Torchet? Brandstifter? Ja. Und 8 Sekunden. 8 Sekunden sind die wieder da. Oder willst du ganz vorher Fire? Ganz vorher kenne ich, glaube ich, noch nicht. Dann machen wir ganz vorher. Fire. Torch ist, glaube ich, schneller, oder? Ist da. Guck mal, sogar ein Arschgeweih. Ja, YouTube. Ich weiß, wo ich hingucke, ja. Ich finde es immer scheiße, dass du auswählen musst, was du drücken willst, ne? Ich drück einfach mal das erste. Fahr du schon mal los, ich hol mein Auto. Oder hat sie hier? Was macht Motorrad. Er denn da? Er hat kein Motorrad, ich hol mein Auto. Er hat sich gerade ein, naja. Runtergeholt? Also, oder ich glaube, er hat ein Auto. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob man das eine Cheat-Animation war oder. You need something, huh? When you ride, let me know. Ein Viersitzer hier irgendwo. Oh my god! Wo ist das Motorrad? Ach so. Gut, dann fahren wir schon mal los. Ah, ich hab jetzt 5 Garagen hab ich jetzt. Ja, mach mal. Also da. Gibt's unterschiedliche Ziele oder ist es eins nur? Das ist eins nur. Ach du dicke Scheiße, jetzt hier von unserem Mitglied den ganzen Club ihre Häuser, ne? Er hat ganz schön viele hier in der Nähe, ne? Oder wir machen einfach 1000 Mal den ersten Heist, ne? Wo wir schon 2 Stunden gebraucht haben. Wegen der Maus. Du 2 Stunden. Wegen der Maus! Ja? Wie viele Menschen hast du eigentlich umgeknallt in dem Zeitraum? Oder wie viele Smileys? Was? Wie viele Smileys hast du in dieser Zeit verschossen? Keine Ahnung. Möchte ich nicht zählen. War ein paar. 1000. Aber nur da, wo es mich gepasst hat. Stell dir vor, es wird so ein heißer Polizei. Alter, man ist endlich fertig, ne? Ich hab schon keine Munition mehr. 3 Stunden später. Mein Messer ist stumpf. Bist du gerade explodiert oder ist es nur bei mir gewesen? Explodiert? Ne. Gut, es war nur bei mir. Du fährst jetzt wieder. So, ich bin wieder da. Hab ich was verpasst? Die roten Punkte sind die Munitionskisten, ne? Oh. So, ich hab Molles.
So, ich habe 50.000 schon mal zusammen. Komm mal her, Pupu. Freundin von der? Lade ich auch mal ein. Wie hieß die nochmal? Lilly oder so. Die war schon gestern da. Ach, Hunde sind schon anstrengend. Und da ist sie tot. Wie hast du das schon wieder geschafft? Na. Hast du ein Auto bestellt? Hier wurde George. Da war das Huma nehmen. Warte, du bestellst dein Motorrad, ich bestell mir mein Ada. Ich brauche jetzt schon Stil, wenn ich fahre, ja? Auch wenn ich keinen hab. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? I'll bring it by. Nee, was ist besser als ein Ada? 2 Ada. Na, ist dein Wagen schon da? Da sehen wir wieder Meter weit, wenn du spawnst. Bei mir ist es hinter mir gespawnt. Oh, Leute, hast du wieder da reingefahren? Erst war mein erstes Auto, ne? Alter, was habt ihr alle für Kisten hier? Ich habe hier so ein Elektroauto und die hier Hightech Benzin schleudern. Ja, natürlich. Man kann Elektro-Tesla. Das geht dafür richtig gut ab. Das ist schon vor allem wie so ein Flugzeug, was beschleunigt. Wenn du was fährst mit dem. Mhm. Aber fliegen tust du damit auch ganz gut, ne? Den fliegt ja nicht wirklich. Sicher? Ja, also nur ein bisschen, aber nicht so viel wie du wahrscheinlich. Eigentlich überall dagegen fahren. Tue ich auch nicht, die fahren in mir rein. Ja, ja. Ich hätte Stuntman werden sollen in GTA. Mann, das wäre ja vertragen ganz aus einer Kriegslobby, ne? Wie hiermit kannst du nicht fliegen, Euro? Wuhu! Hey! Das Auto ist teuer! Nächste Mission!
Wird zu kaufen geschrieben in Englisch? Alter, was ist denn in der Lobby gerade los? Die war auch gerade noch so schön leer, ne? Wir haben 1 Minute 33, bis die nächste Mission geht, ne? Und während ich das gesagt habe, haben wir nur noch 26 Sekunden. Schreib mal, ob wer noch in den Motorradclub rein will, ja? Du kennst mein Denglusch. Oder ich mach's einfach ganz einfach. Hey! Mein Auto lässt du in Ruhe. Kannst mir Leute einladen. Ich mach mal in der Nähe, ne? Was hast du gerade geschrieben? Ja, lad mal Gaming is Time ein. Ja, kann ich dich eigentlich so befeuern, dass du auch welche einladen kannst oder nur ich? Ja, ich glaube nur du, weil du Anführer bist. Ich glaube, deine. Ich habe zwar geschrieben, wenn man soll Mongo schreiben, damit man wird dich einladen, also egal. Jetzt kommen alle mit Money, 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 ich habe Money. Nehmt er an oder nicht? Ich will jetzt die Mission starten. Schön. Ist er drinne? Alter, hier sind ganz schön viele CSOs gerade drin, oder? Also er hat noch nicht angenommen. Will er jetzt mit rein oder nicht? Ja, ja. Ich habe ihn am Schein getan. Ja, ich habe geschrieben. Ich mach noch, noch mal einen. Hast du nochmal eingeladen? Ja, da steht, du hast das Angebot für Motorradanwärmen geschickt. Na endlich. Ah, er kommt. Gut, ich nehme Mission an, ne? Oder warte, warte. Ihr müsst dafür nicht drin sein, oder? Ja, 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 das ist schon. Ist ja nicht wie beim CEO. Ist die letzte Mission, die andere ist zu hart. Die heißt Guns for Fire 2.
Erinnerung, Mass Effect Andromeda muss ich heute noch ein paar Folgen veröffentlichen. Also soll ich dich mitnehmen? Alter, hast du gerade, hast du wirklich mit meinem Auto gemacht, was ich gerade sehe? Also im Prinzip meinst du auch fast genauso aus. Was ist mit deinem Auto hinten passiert? Ey, der hat hinten sein Motor? Gut, ich hab eine Minigun, ich hab einen Raketenwerfer, was hast du? Alles andere. Inklusive Raketenwerfer. Nee, dann noch nicht, hab ich noch nicht geholt. Hol sie dir, die lohnt sich. Ja, aber hatte noch nicht die Zeit zum Waffenshop zu gehen. Ja, die Präzisionspistole ist eh die geilste Knarre hier, ne? Ja, aber die hat halt nur einen Schuss. Ein Schuss, ein Treffer. Ich nehme jetzt einmal Smoking. Du fährst, ich bin Beifahrer. Alles klar. Sonst kommt die Limousine in drei Teilen an, ne? ist es egal, welche Limousine wir einsteigen? Ja. Wir sind so obercool, jetzt haben wir Limousinen in unserer Gang. Wir machen Gang, Gang. Bang. Ey, jetzt mit der Minigun so rausgehen, ne? Halt mich mal fest. Unsere hinteren Limousine ist keiner drinnen, ne? Doch. Ich meine, kein Schütze. Ja, ist ja wurscht. Ist ja. Ja, ich schieße. Versuche auf die Reifen zu ziehen, dann kommen die nicht mal voran, ne? Also muss er nur fahren und sich nicht aufs Schießen konzentrieren. Mhm. Stell dir vor, so eine Limousine, der hält darin alles voll, ne? Weißt du halt, wo du lang du musst? Hey, das ist mein Wagen, in Pink. Cooler than me. Faces. Alter, wir sind im Limousin drinnen, ne? Wir können uns nicht einholen. Okay, bei vier Platten ist es auch kein Wunder. Also unsere Limousine hat noch ein paar Löcher, ne? Aber sonst... Sitzt ja eigentlich überhaupt wer drin, ne? Oh, jetzt sind wir beim Stripclub, ne? Ah, ja, genau, wir müssen die ja verteilen. Das ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, wenn die Gruppe voll wäre, wäre es richtig übertrieben, oder? Was ist das jetzt? Gegner? Nee, nee. Wir müssen noch den NPCs, den anderen Spieler. Ja, aber so, die werden sich bestimmt nicht interessieren, oder? Weiß nicht. Einer kommt zu uns. Der wird mikrorevisiert.
Aber man hätte ruhig mehr NPCs hinschicken können, oder? Schießt er auf dich? Also nicht. Aber er hat eine Knarre. Ich hab eine Minigun. Also den habe ich ihn jetzt weggeholt. Der schießt, ne? Ja. Ja, warte. Solange er sich nicht, solange ich hierher kommt. Wo ist er eigentlich? Ach nee. Ist gerade eine Rakete direkt an mir vorbei? Hinter uns. Und ein CEO killt mehr für uns, ne? Ja, das schaffen wir locker zu verteidigen, oder? Ja, außer es kommt jetzt einer. Außer es kommt jetzt einer mit Panzer, ne? User joined your channel. Dark Phantom. Hey, cool. Ah, fuck. Ich störe gerade in der Aufnahme, oder? Und wie? Das ist nicht schlimm. Wir spielen noch GTA. Tut mir echt leid. Ich hab bloß gerade gesehen, dass ich dir, dass du keine Rechte im TS hast. Habe ich irgendwo Rechte? Eigentlich schon. Server Group assigned. Ich muss das sofort korrigieren, als ich es gesehen habe. Ja, ich glaube, weil ich einen neuen Account habe, weil ich habe meinen PC ja neu gemacht. Ja, ich habe versucht, dich schon seit einer ganzen Weile zu erreichen. Ich habe auch nichts gehört. Ja. Jedenfalls, dein Let's Play ist richtig toll von Mass Effect. Nice. Guck jede Folge an. Die nächsten sind auch schon unterwegs, sind sogar schon gleich hochgeladen. Ja, du hast mir mal erzählt, du hättest bald durch. Ich hab's durch. Schon lange. Ach so. Ich musste ja nochmal alles neu aufnehmen, weil das Aufnahmeprogramm rumgespannt hat. Oh. Das heißt, du musstest das ganze Spiel nochmal durchspielen? Nur auf 9 Stunden an. Deswegen sind auch die letzten Folgen alle ohne Commentary. Ja, die sind irgendwie. Die hab ich dann nicht mehr ganz durchgesehen. Ja, weil ich. Weil du verstehst es auch, ne? Man hat gar keinen Bock mehr, alles neu zu synchronisieren. Du kannst ja nicht sowas nachsprechen wie zum Alter Gottes Schwede, ey, was soll das für ein Scheiß? Kannst du nicht nachhauen. Alles klar, nice, sehr schön. 7 von 8 haben überlebt. Immerhin. 7 von 8. Ach, komm schon. Ihr seid ja gerade mitten in der Aufnahme. Ja. Ich will euch nicht länger stören. Ach Quatsch, du störst doch nicht. Du störst nie, Wecko. Ja, aber jetzt die Leute auf YouTube, da labert immer jetzt blöden Mist zwischendrin. Ach, Quatsch, hallo, so ist es halt. So ist YouTube. So ist es halt, richtig. Weil das du auf mich geschossen hast. Authentisch. Wobei eh der GameStar TS letzte Zeit ziemlich oft Macken hat, ne? Ihr seid hier immer herzlich willkommen, ja? Ne? Es kann auch so sein, dass noch ein paar fremde Personen mal kommen, ne? Also einer. Die sind auch herzlich willkommen. Ja. Kommt vielleicht ab und zu mein Arbeitskollege noch hier online. Auch ein ganz netter Becko, nicht so drollig. Eure Vater hat die ja schon kennengelernt. Jo, genau. Und fährt sie ja auch so Gamescom, Becko?